Blut. Es wird auch als flüssiges Gewebe oder flüssiges Organ bezeichnet. Das Blut versorgt unseren ganzen Körper mit allen notwendigen Nährstoffen und Sauerstoff für die Zellen. Etwa 70 bis 80 Milliliter Blut pro Körpergewicht hat der Mensch. Das sind etwa 5 bis 6 Liter Blut im Körper. Unsere medizinischen Einrichtungen brauchen davon große Mengen, um anderen Menschen helfen zu können. Für viele Operationen sind Blutvorräte äußerst wichtig. Mit einer Blutspende kann jeder Bürger dazu beitragen, dass immer genügend Vorräte da sind. Denn Blut ist nicht sehr lange haltbar. Blut ist ja nur begrenzt haltbar, 42 Tage, sodass wir wirklich bitten, dass die Leute wirklich gezielt wieder zu unseren Aktionen kommen. Der Blutspendedienst des DRK ist täglich im Land unterwegs, um Blutspenden einzusammeln. Ich bin jetzt hier für diesen Bereich zuständig, aber ich habe ja noch viele Kollegen. Das Team heute, das kommt zum Beispiel aus Cottbus und die reisen bis runter, ja, Elbe-Elster-Kreis und. Also wir sind wirklich generell überall unterwegs. Weil kein Fremder Zutritt zum Spendenraum bekommt, hatte das DRK-Team diese Aufnahmen selber gedreht. Mit Voranamnese und auf der Liege liegen und ausfüllen und. Halbe, dreiviertel Stunde würde ich schon. Läuft die ganz normale Untersuchung ab, wie es immer gelaufen ist. Und wir müssen einfach über die Anamnese vor der Blutspende sicherstellen, dass wir so wenig wie möglich da ein Risiko eingehen können. Und da machen wir wirklich alles, was machbar ist. Neue Spender werden immer und auch dringend gesucht. Wir brauchen immer junge Leute, die neu zu uns kommen. Das ist ganz wichtig für uns. Aber bitte Termin reservieren, dann können wir das besser planen. Dann haben wir einen besseren Überblick und können uns viel besser um die jungen Leute kümmern, die zum ersten Mal kommen. Da nehmen wir uns immer sehr viel Zeit. Und das ist eine ganz wichtige Sache. Auf unserer Internetseite unter www.blutspende.de und da finden Sie alle Informationen dazu. Also ich möchte mich ganz herzlich bedanken bei allen unseren Spendern und Spenderinnen, die in dieser schwierigen Zeit doch so zahlreich zu uns kommen, für ihre Geduld, für ihr Verständnis. Auch für uns ist nicht alles einfach. Also ein ganz, ganz herzliches Dankeschön an alle.